Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital hier bei Heisenberg Zockt. So, wir brauchen dringend ein Frakturzimmer, denn die ganzen Armleuchter hauen ab. Stand zumindest gerade unten, als ich jetzt hier wieder angefangen habe. Was hast du für ein Problemchen? Ja, viele Sachen. Wir lassen das mal für den Moment. Denn sonst bauen wir dieses Frakturteil wahrscheinlich gar nie mehr. Also Zimmer. Frakturologie, oder wie heißt du? Frakturstation. Okay, machen wir hier hinten. Hier haben wir Platz. So, machen wir gleich mal in der ordentlichen Größe. Ich weiß nicht, was da alles reinkommt. Deswegen sicher. Wobei, später vergrößern könnte man natürlich auch. Das ist kein Ding. So, mal den hier. Dann haben wir hier eine lustige Maschine. In welche Richtung guckst du? Ja, ich denke mal so rum. Das passt da aber nicht hin. Machen wir dich hier hin. Die Mitarbeiter sind müde. Ja, wir haben keinen Pausenraum. Oh, da kommt nochmal so ein Riesengerät. Okay, zack. Und noch so ein Teil. Echt, jetzt brauchen wir da zwei hiervon? Dann ist das Zimmer eh schon viel zu klein. Nicht erreichbar. Extensionsbett. Steht da was? Das technisch fortgeschrittenste Bett, das die Wissenschaft zu bieten hat. Klettern verboten. Ah, okay, das ist dann fast schon eine Station. Wisst ihr was? Ich möchte das Zimmer vergrößern. Ich muss hier nochmal kurz abbrechen. Jawohl, abreißen. Weil das ist 10-mal einfacher, wie hier rumzubasteln. Jetzt wissen wir brauchen was Größeres. Wenn wir eine Frakturstation bauen, machen wir dich doch glatt mal so. So, weil anbauen können wir später immer noch. Also beziehungsweise nochmal so ein zweites Ding kaufen. Machen wir dich mal hier unten hin. Ich drehe mal das Ganze, dann sieht es ein bisschen besser aus. Nee, gefällt mir nicht. Wo möchte ich dich hin haben? Sagen wir mal hier oben. So, dann kommt hier dieses Gerät. Das ist der Gipsgießer. Okay, der kommt hier in die Ecke. Und dann die Betten. Zack, zack, zack. Mal gucken, kriegen wir hier auch noch welche hin? Jawohl. So, machen wir mal 5 Stück, weil die kosten schon ein bisschen was. Aber wir haben ja Geld, ist eigentlich egal. Da lassen wir mal noch das Ganze. Dann haben wir 4. Ne, wir machen 5. Okay, das wäre okay. Gekauft. Jetzt wollen wir das Ganze in dem Sinn noch bearbeiten. Mal gucken, was wir hier noch reinstellen. Arzneischrank, Abfalleimer, jawohl, kann nie schaden. Hier oben noch so ein Teil. Trinkbrunnen brauchen wir nicht, aber Desinfektionsgerätteil brauchen wir noch. Dann eine Pflanze, wenn sie irgendwo hinpasst. Einmal vors Fenster. Poster. Okay, noch ein Poster der Marke Clownerei. Okay, dann haben wir... Oh, Heizkörper, nicht vergessen. Wir sind ja hier eben in einem Kältedingens. Also, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute hier nicht frieren. Ich denke mal, 3 so Heizkörper sollten eigentlich reichen. Haben wir eigentlich auf dem Klo? Wir haben hier zum Beispiel schon kein so ein Teil drin. Machen wir hier mal noch eins. Schon in jedem Raum mindestens. Ein Heizkörper reinhängen, wenn es geht. Da unten haben wir was, hier haben wir auch was. Und hier haben wir, glaube ich, auch nichts drin in Sachen Heizkörper. Dann werden wir das ändern. Überall da, wo es geht. Weil das kann keine Fehlinvestition sein, würde ich sagen. So, zack, da noch. Und vielleicht hier noch dazwischen. Ne, dann blockieren wir da wieder den Bereich. Okay, da sind sich wieder Leute... Halt! Nein! Da sind sich wieder Leute am Langweilen. Da müssen wir natürlich auch gucken. Und eben Pausenraum fehlt. Und, und. Und hier fehlt noch ein Arzt drin. Krankenpfleger meine ich. Okay, einstellen. Krankenpfleger, hier haben wir einen guten. So, den stellen wir mal ein. Braucht man hier keinen Arzt? Also Fraktur klingt irgendwie, wenn man da mal so guckt, schon irgendwie relativ brutal. Der wollte nicht mehr aufs neue Diagnosezimmer warten. Wer redet denn... Oh, ein Geist. Wer redet denn von neuen Diagnosezimmern? Oh, wir brauchen tatsächlich nochmal so ein Arztding. Ah... Dann müssen wir bald schon hier tatsächlich einen neuen Dingens bauen. Wir machen mal Zimmer, Arzt nochmal. So. Okay, das müsste reichen. Tür. Einmal den, einmal Schrank. Dann können wir das Teil schon kaufen. Ja, im Prinzip wäre es wahrscheinlich fast schlauer. Man würde nicht hier oben draufklicken, sondern erstmal alles reinstellen, was man hier braucht. Zum Beispiel Feuerlöscher, Desinfektionsspender. Trinkbrunnen, nein. Eine Pflanze, ja. Und natürlich Dingens, genau, Heizkörper. Dingens vor allem. Einmal Heizkörper. Ich denke, einer reicht pro Zimmer. Haben wir denn hier irgendwo so ein Overlay, wo man sieht, wie kalt es hier ist in diesem Krankenhaus? Irgendwo haben wir das mit Sicherheit. Müsste mal gucken, wie was wo. Gut, das nehmen wir, das passt. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal einen Arzt. Den hier.
einstellen. Dankeschön. Gut, dann würde das im Groben, glaube ich, stimmen soweit. Ja, freie Weiterbildungsplätze. Moment, machen wir mal hier. Jetzt, der kann jetzt eigentlich, das können wir annehmen, sagen wir es so. Oh, Beinauer entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Beinauer, ja, das klingt nicht gut. Von übermäßiger körperlicher Betätigung verursacht, wird auf der Frakturstation behandelt. Okay, wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Ja, mach mal. Das ist bestens, weil wir haben ja so ein Teil und wir haben, glaube ich, nicht, nee, Moment, das ist hier hinten, nicht die falsche Größe gewählt. Also das müsste hier eigentlich relativ gut laufen, denke ich mal. Da ist wieder einer mit einem Topfding. Das heißt, uns fehlt hier natürlich auch eine Enttopferei. Aber jetzt machen wir erstmal, würde ich vorschlagen, Moment, da kommt eine Meldung rein. Ja, genau, da, jetzt haben sie es auch gemerkt. Bitte warten. Wir machen jetzt hier erstmal einen Pausenraum, falls wir den hier irgendwie noch reinkriegen. Das ist halt die Frage. Irgendwie muss man ja auch hier langlaufen können. Kann man den so bauen? Jawohl, das geht. Okay, dann ist hier, Kollege, Pausenraum. Sehr gut, einmal mit Sofa. Das reicht schon. Jetzt werde ich hier aber, bevor ich da auf OK klicke, erstmal noch ein paar so Teile reinstellen. Das war der Getränkeautomat. Dann brauchen wir hier einen Snack. Salz-Snack wollen wir natürlich auch. So, Sessel kann auch nicht schaden. Dann haben wir noch Abfalleimer, was auch fehlt, einmal mehr. Was wir hier halt überall brauchen, das ist der Heizkörper, denke ich mal. Gut, passt. Können wir nehmen. Dann haben wir den Heizraum. Dann haben wir den Pausenraum. Und jetzt machen wir die Enttöpferei. Da blinken sie auch schon wieder. Eieiei, okay. Bänke haben wir halt auch viel zu wenig. Man hat von allem immer ein bisschen zu wenig. Also ein bisschen zu wenig ist gut. Viel zu wenig eigentlich. So, da könnt ihr euch hinsetzen und warten, bis er drankommt. Gleich neben dem Heizkörper. Das ist eh nicht schlecht. Gut, wir brauchen Zimmer. Und dann brauchen wir die Töpferei. Weiterbildung brauchen wir natürlich auch, ganz klar. Kommt. Ah, das geht jetzt nicht. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Schade, schade, schade. Das kappe ich nochmal. Jawohl, bitte abbrechen. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir das hin? Sonst müssen wir tatsächlich schon einen weiteren Bereich kaufen. Da kann ich nicht, sonst kommen die Leute da nicht mehr durch. Und hier hinten? Ja, hier hätten wir noch einen kleinen Bereich. Würde das vielleicht funktionieren? So, aber das, nee, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Nochmal kappen das Ganze, jawohl. Dann muss ich das tatsächlich nochmal kurz schnappen hier unten. Töpferei. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Es hilft nichts. Ich kann machen, was ich möchte. Wir kaufen uns einen weiteren Bereich. Wo haben wir einen weiteren Bereich? Hier oben wahrscheinlich. Nee. Wo können wir denn hier noch was kaufen? Oder können wir hier nichts kaufen? Das wäre ganz schlecht. Doch, Grundstück 3. 30.000. Ja, wir brauchen das Ding. Das kaufen wir. Oh, Erdbebenwarnung. Es gibt Berichte über seismische Aktivität hier in der Gegend. Was muss man da machen? Töpferei benötigt. Wir bieten ihn zu warten. Jawohl, bitte warten. Was hat der? Ja, soll mal warten. Okay, Töpferei. Kommt, sobald wir hier einen neuen Bereich haben, der soll warten. Achtung, okay, das war das Erdbeben. Dreckiges Mundwerk entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken, zur Apotheke. Das ist doch okay. So, da müssen sie noch ein bisschen basteln. Und so lange müssen wir Geduld haben. Hier fehlt noch jemand, zum Beispiel ein Krankenpfleger. Und zwar nicht zum Beispiel, sondern tatsächlich ein Krankenpfleger. Oh, das Erdbeben. Kann ich da was machen? Nicht, dass hier das ganze Krankenhaus kaputt geht. Diagnosebeschluss. wir behandeln den mal. So, kann ich hier hinten bauen? Nein, die sind am Üben. Ich frage mich gerade, ob er nicht irgendwie was gegen Dingens machen können. Dienste für Assistenten, was? Aber es sind keine verfügbar. Überlege dir zusätzliche Assistenten. Okay, machen wir mal. Assistenten, hier haben wir einen ganz tollen Assistenten. Haben wir eigentlich, Dingens haben wir, glaube ich, eingestellt. Hausmeister. Ich stelle trotzdem mal nochmal einen ein. Weil hier hinten haben wir ja dann nochmal ein neues Ding. Kann ich den hier hinsetzen? Jawohl. Hier haben wir noch nichts drin. Kommt aber. Jetzt mache ich hier aber keinen Empfang mehr. Das haben wir auf der
oder im letzten Krankenhaus gemacht, dass wir im neuen Abschnitt einen zweiten Empfang hatten. Das möchte ich mal lassen. Ich möchte jetzt hier zuerst die Enttopferei oder die Töpferei hinstellen. Wenn ich jetzt wüsste, ob die groß sein muss, wir machen sie mal in der Größe, machen einmal eine Tür. Genau, und hier die schöne Maschine hin. Und dann reicht das nämlich schon. Feuerlöscher, falls das Maschinchen Feuer fängt. Trinkbrunnen. Zack, wenn ich ihn doch gleich am Haken habe, machen wir das natürlich auch. Eine Pflanze könnt ihr auch haben, ganz klar. Dann machen wir diesen hier. Und dann haben wir das Teil, was wir nicht haben. Noch ein Arzt. Okay, einstellen. Nehmen wir dich hier. Zack, passt, gut. Und ansonsten, jetzt fehlen natürlich wieder die Heizkörper, die müssen wir überall haben. Ich muss nachher, wenn ich mal ein Momentchen Zeit hätte in dem Spiel, würde ich glatt mal gucken, wo dieser Layer ist, wo man sehen kann, ob es tatsächlich warm genug ist, hier im Krankenhaus drin. Da ist, glaube ich, schon fast wieder einer am Sterben. Also, Layer, Übersicht. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Patientenkrankheiten, Information, das klingt gut. Wo haben wir die Wärme? Ein Stand, Langeweile, Toilette, Hygiene. Da, Temperatur. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus, denke ich mal. Okay. Ja, gut, passt. Da liebt uns jemand. Guck mal, sehr schön. Die möchte gleich nochmal kommen, die ist so begeistert. Hier ist es ein bisschen kühl. Objekte, wir brauchen. Heizkörper. Wo kriege ich hier noch einen Heizkörper hin? Vielleicht hier? Nein, aber hier um eine Kurve rum. Zack. Okay, dann wird's rot. Aha. Was heißt denn rot, dass es warm ist? Oder Moment, ich muss erstmal hier raus. Irgendwie arbeiten die wieder nicht. Steht da was dazu? Aufheben. Verkaufen. Nein. Jetzt sind wir beim Reiter Temperatur. Nochmal klicken. Klick nochmal, dann sind sie wieder normal. Was heißt denn rot ist warm und der Rest ist kalt? Ah, dann wäre es aber andersrum. Dann haben wir eigentlich überall eher kühl. Wenn man hier so guckt. Aber es sollte ja auch nicht zu warm sein, hieß es. Also, dann lassen wir das mal so, wie wir es haben. Gut, Entleuchtungsklinik benötigt. Helles Köpfchen, da haben wir das wieder. Der soll bitte warten, weil wir bauen natürlich so ein Teil. Leider haben wir nicht genügend Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unserem Ruf geschadet. Schade. Okay. 2 von 5, das ist ein bisschen wenig. Da gebe ich euch recht. Wann wird eigentlich wieder der Arzt des Jahres bestimmt? Das möchte ich natürlich nicht verpassen. Diagnosebeschluss. 48%. Der soll bitte warten. Was wir hier nicht haben, das ist eine Bank. Die bauen wir auch noch. So, hier noch eine Bank und hier noch eine Bank. Dann haben wir das schon mal gemacht. Medikamentenmixer kann geupgradet werden. Den Medikamentenmixer, den hatten wir in der Apotheke. Wo hatten wir die Apotheke? Fragen über Fragen. Da, Hausmeister rufen, nicht reparieren, sondern... Zack, upgraden, dankeschön, dann kommt Kollege Hausmeister. Janitor. Ja, und wie passt's? Das Teil muss auch gewartet werden, okay, aber das sollte doch eigentlich Kollege Dingens, Kollege Hausmeister selber machen. Wir haben, glaube ich, 2 Stück an Hausmeistern. Wir machen mal noch Kollege 3 dazu. Und hier das Ganze dann natürlich auch noch. Was brauchen wir? Moment, Personal, Herausforderung von Pam Dumpf. Nachwuchsschwester. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle etwas deprimierend. Ja, finde ich auch. Wäre es möglich, oder wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Herausfilterung, genau. Schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall. Das wird eher schwierig, aber wir nehmen das mal an. Reporterbesuch. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Ja, mach mal. Diagnosebeschluss. Der soll bitte nochmal warten. Okay, jetzt hier bei den Zimmern schnell gucken. Wir brauchen eine Weiterbildung. Wäre nicht schlecht, aber wir brauchen zuerst die Entleuchtungsklinik für die Leute mit dem hellen Köpfchen. Da machen wir dich mal hier hin. Kommen da die Leute noch zur Bank? Das ist halt fraglich. Aber wahrscheinlich ja, so wie es aussieht. Doch, doch, das müsste eigentlich klappen. Gut, einmal drehen den ganzen Spaß. Zack, hier noch. Bedienpult. Ist das richtig rum? Mal schnell gucken. Ne, das muss, glaube ich, in die Richtung gucken. Zack, passt. Kaufen.
Dann fehlt hier, ja, was halt immer fehlt in diesem Krankenhaus. Heizkörper. Poster kann auch nie schaden. Eine Pflanze sowieso nicht. Und dann fehlt hier drin natürlich auch noch ein Arzt. Den brauchen wir ebenfalls noch. Okay, einstellen. Zack. Passt. Warum müsst ihr doch haben halbwegs? Das müsste auch passen. Oh, die Auszeichnung, da sind sie doch. Gesundheitspreis des Two Point County. Also viel kann da noch nicht dabei sein, weil wir sind noch nicht lange hier. Von daher. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay, wir haben den Arzt des Jahres. Na. Wow, cool. Dr. Erik Meuler, sehr schön. Okay, Krankenpfleger des Jahres. Wir harren der Dinge. Und? Nö, hat nicht gereicht. Ja eben, wir sind glaube ich auch noch zu kurz hier. Von daher, da können wir noch nicht allzu viel absahnen. Vielleicht der aufsteigende Stern. Jawohl, der gehört uns. Sehr schön, nehmen wir dankend an. Dann Arbeitgeber des Jahres, wäre eigentlich eh klar. Ich bezweifle trotzdem, dass das an uns geht. Na? Ja, hat nicht geklappt. Keine Todesfälle. Das können wir eigentlich glatt überspringen. Weil das haben wir definitiv nicht. Dann bestes Lehrkrankenhaus. Haben wir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben keine Weiterbildung, nichts. Das kommt alles noch. Man ist halt tatsächlich ein bisschen im Stress teilweise, weil man immer alles miteinander machen sollte. Der Patientenpreis. Lieben uns unsere Patienten? Na? Nee, auch nicht wirklich. Schade eigentlich. Krankenhaus mit höchstem Prestige. Na? Nee, zwei Sachen haben wir. Den aufsteigenden Stern und den... Ja gut, also der Arzt des Jahres, da würde ich mal sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, was man haben kann. Wir müssen weitere Diagnosezimmer bauen. Okay, hier unten fehlt eigentlich eh noch so ein Teil. Sprich, hier gibt es noch eine Arztpraxis. Kann man hier um das Teil rumbauen? Nee, das möchte ich so nicht haben. Moment. Ja, bitte verwerfen. Der Medikamentenmix muss immer noch gewartet werden. Ja, kommt gleich. Erstmal hier bauen. Eben, ich habe mich gerade gefragt, ob wir hier im Prinzip um den Heizkörper rumbauen können. Aber wir haben zu wenig Platz. Das geht so gar nicht. Wir machen hier hinten so ein Teil hin. Zack. Zack. Passt. Hier noch Kollege Schrank. Dann Arzneischrank, einfach weil es optisch nett aussieht. Im Prinzip bräuchte man hier natürlich noch so ein Knochengerüst. Gibt's das? Vielleicht kann man sich das freischalten. So ein Skelett. Desinfektion kann auch nicht schaden. Und das Wichtigste hier, der Heizkörper, der fehlt auch nicht. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir hier natürlich nochmal Kollege Arzt. Einstellen. Dr. Wiener Futke. Ja, warum nicht? Nehmen wir mal. So, wünsche ich viel Spaß. Jetzt fehlen hier natürlich wieder die ganzen Bänke. Die waren hier oben. So, hier fehlt noch so vieles. Das ist eben genau das Problem. Man kommt fast nicht hinterher mit was alles gebraucht wird und mit dem, was man dann bauen kann. Viele Mitarbeiter haben freie Weiterbildungskapazitäten. Ja, genau, zum Beispiel sowas. Befördern wir gar nicht gucken. 82%. Den würde ich mal behandeln. Okay. Gut. Hier mache ich mal wieder zu, weil sonst haben wir immer diese komische Farbe. Ja, jetzt ist wieder richtige Farbe da. Da bin ich ja beruhigt. Gut. Ansonsten, der Hubschrauber fliegt, macht und tut. Das scheint alles soweit seine Richtigkeit zu haben. Die Station ist eigentlich, ja, das geht noch. Die ist nicht überbelegt. Und hier unten, ja, kommt das Ganze. Oh, da friert einer. Hier unten kommt das Ganze dann irgendwann auch in die Gänge. Würde ich mal behaupten. So, jetzt sollte vorbei sein mit Frieren. Machen wir hier noch so ein Teil. Okay. Hier hätte ich auch noch gern so ein Teil. Man sieht nämlich, die frieren auch, wenn sie draußen sind. Tatsächlich. Broschürenständer haben wir hier keinen. Kommt hier noch hin. Haben wir hier oben so ein Teil? Nein, die wollen ja sicherlich auch mal irgendwie was lesen. Wenn sie denn dazu kämen und die Zeit hätten. Vielleicht sogar hier drin noch? Nee, ungültiges Objekt für dieses Zimmer. Gut. Machen wir da noch ein Teil hin. Die kosten ja nicht viel. Jetzt sind hier schon wieder Sachen reingekommen. Weiterbildung. Können wir nicht machen. Leider. Wir haben kein Zimmer. Okay. Also nicht jetzt. Diagnosebeschluss 39. Nee. Da müssen wir warten. 90%. Da können wir behandeln.
Weiterbildung, da haben wir nochmal das gleiche Problem. Oh, die Monobraue ist wieder da. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit. Ja, die hatten wir schon. Da brauchen wir... Aha, die Station einfach. Okay, schickt sie dahin. Das könnt ihr gerne machen. Was hast du für ein Problemchen? Och, er möchte eine Zeitschrift haben. Kann er natürlich haben. Einfach hier wegnehmen. Deswegen haben wir da diese Teile. Sonst hier drin müssen wir nach und nach gucken, was wir machen. Das folgende Gerät kann durch ein Upgrade leistungsfähiger gemacht werden. Der Umtöpfer, das wäre der hier hinten. Ja, bitte upgraden. Dankeschön. Da wollte einer nicht mehr aufs neue Diagnosezimmer warten. Ja, liebe Leute, wir können halt nicht viel machen. Da haben wir keine Warteschlange. Von daher müssen wir nur nach hier hinten gehen. Ich weiß, das ist ein Arztzimmer und kein Diagnosezimmer. Aber die Arztpraxen... Da sieht man, das sind ja auch Diagnosezimmer. Das steht ja da. Patienten müssen in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Okay, was ist denn mit dem Diagnosezimmer? Das habe ich mich schon mal gefragt. Haben wir das hier gar nicht? Doch, hier allgemeine Diagnose. Dient der grundsätzlichen Diagnose für Scans und Reflextests. Wir müssen ein bisschen gucken hier mit dem Geld. Übertreiben würde ich jetzt mal nicht, was das angeht. Mit dem Zeug da. Kudor-Scheißen-Teile, genau. Da könnten wir schon wieder was freischalten. Werde ich mal noch ein Momentchen warten. Da haben wir den Diagnosebeschluss. 62%. Sollen noch ein bisschen warten. Wie sieht es denn hier oben aus mit Dingens? Nee, schaut mal, jetzt ist aber die Warteschlange hier schon zurückgegangen. Das ist ja schon mal gut. Da bin ich beruhigt. Ich würde mal behaupten, das ist gar nicht so schlecht, was jetzt hier läuft. Das funktioniert soweit so gut. Frieren tut eigentlich auch keiner. Aber eben weitere Diagnosezimmer. Sollen wir mal noch so ein... Okay, wir bauen mal noch ein normales Diagnosezimmer. Also nicht eine Arztpraxis, sondern eben eine allgemeine Diagnose. Machen die mal hier hin. Tür. Dann hier so ein schönen Apparat. Eine wunderbare Liege. Und dann passt das schon. Abfalleimer. Damit ich es nicht vergesse. Moment. Kollege Heizkörper. Gehört in jedes Zimmer rein. Okay, passt. Was brauchen wir hier noch? Einen Krankenpfleger. Einstellen, Krankenpfleger. Da haben wir einen 5-Sterne-General, der kommt hier rein. Gut, das passt soweit alles auch. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, gar nicht so schlecht gelaufen bis jetzt. Wir haben hier einen zweiten Teil vom Krankenhaus hingestellt. Ab und an haben wir wieder mal einen Geist, das kennen wir. Und hier muss repariert werden, beziehungsweise nein, die Isa Klotz, die upgradet gerade. Gut, ja, ich würde sagen, kann man, glaube ich, so laufen lassen. Mal gucken, was in der nächsten Folge noch alles an neuen Krankheiten kommt. Ich würde es cool finden, wenn tatsächlich mal wieder was ganz Neues käme. Weil die Monobraue etc., die kennen wir. Aber ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Danke fürs Zusehen. Bis auch zum nächsten Mal. Tschüss.